Adler-Coach Bill Stewart wetterte gegen Schiedsrichter, seiner Meinung nach, einen Zirkus veranstaltet hätten. Und Münchens Meistertrainer Don Jackson irritierte Eishockey-Szene, als er das Foul seines Verteidigers Pinizzotto in seiner ersten Reaktion als Clean Hit bezeichnete. Diese Aussage machte der US-Amerikaner allerdings ohne Kenntnis von Nahaufnahmen der Szene. In Echtzeit sei er der Meinung gewesen, dass Pinizzotto seine Arme beim Check am Körper gehabt habe. Die TV-Bilder aus verschiedenen Perspektiven belegten aber eindeutig, dass der Verteidiger gegen Plachtas Kopf den Ellenbogen ausfuhr. Niemand will sehen, dass sich ein Spieler so verletzt, sagte Jackson. Das sehr üble Check nicht einmal eine Strafe für Pinizzotto nach sich zog, sondern dass der Deutschkanadier nur wegen seines anschließenden Gerangels mit Nationalspieler David Wolf für 2 Minuten auf Strafbank musste, brachte Stewart auf Palme. Diese Liga war stolz, dass ihre Spieler bei Olympia Silber gewonnen haben, aber wenn man Dinge wie heute sieht, dann ist das ein Witz, sagte der Adler-Trainer im Rhein-Neckar-Fernsehen. Die zwei Hauptschiedsrichter haben daraus, dass zwei Teams ziemlich hart gespielt haben, einen Zirkus gemacht. Es kümmere ihn nicht, ob er für Aussagen bestraft wird.